Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Heute geht es weiter mit dem Bau der Recyclinganlage für die Atomkraftwerke. Alles weitere nach dem Intro. Starten wir zuerst einmal mit den Mixern. Ja, also eigentlich können wir ja direkt hier vorne starten. Da haben wir ja genügend Platz dafür. So, machen wir das so rum. Erst einmal brauche ich hier die Beimixer. In denen werde ich dann Salpetersäure herstellen. Einmal da und einmal da. So, wenn wir das haben, dann kommen hier daneben nochmal vier. Das bauen wir schon mal schnell hier. Das nämlich erledigt. In denen stellen wir nicht spaltbares Uran. Ach, wir nehmen das Alternativrezept, genau. Ja. Und wir müssen nur noch schauen, wo wir das Wasser ableiten, aber es sollte nicht das Problem werden. Gut. Das passt sogar auch. Nehmen wir das hier nochmal weg. Steht hier nur im Weg rum. Also langsam füllt sich auch der Abfall hier. Müssen wir schauen, dass wir das so schnell wie möglich auch loswerden. Also, wir benötigen Wasser, aber nur 30 Kubik. Also 60 Kubik rein theoretisch. Das hole ich mir auch einfach von hier weg, indem ich das hier auch noch übertakte. Sind da meine Schnecken. So, das sind dann die Unlastenrohre. Ja, perfekt. Nehme ich mir ganz entspannt von hier. Dann setzen wir da eine Kreuzung drauf. Was sogar noch hier. So, die Unterstrohre hatte ich übertaktet. Okay. Nochmal neu. So. Und dann kommt hier ein Ventil drauf. Stellen wir ein, dass da nur 60 durchlaufen sollen.
einwandfrei. Und ob wir das hier so. Ja. Jetzt eins nach hinten, das sieht besser aus. Sehr gut. Dahin. So, Wasser hätten wir schon mal. Dann fehlt noch Stickstoff und die Eisenplatten. Wieder beim Splitter brauchen wir. Sehr gut. Gut, dann ich erstmal Stickstoff holen. Kommt von dort hinten. Schauen, ob das passt. Nee, kann ich euch wegmachen. Ja, so sieht das super aus. Wohl ein bisschen schief, aber was soll's. Okay, ziehe ich mir einmal hier durch. Gut aus. Führung. Auch. Dann gehen wir wieder hier runter. So. Was macht? Sogar hier liegen die Platten, ja. Die kann ich mir natürlich jetzt schon mal
Da so nicht rausnehmen. Setzen wir das hier einmal. Und ich kann mir hier die ganzen Spant einmal nach vorne ziehen. So, nehmen wir das einmal hier rum. Sieht nicht gerade aus. Ist auch nicht gerade geworden. Das mag ich also gar nicht. Nicht gerade aus, aber das bleibt jetzt auf jeden Fall so. Hier mal eine Wanddurchführung hin. Okay. Nicht gerade fürchte ich. Ist das direkt auf die richtige Höhe bringe? Vielleicht schon. Das sehen wir aber erst, nachdem das Speichern abgeschlossen ist. Was natürlich jetzt wieder ein bisschen dauert. So, hören wir das nochmal. Passt. Passt auf. So sieht das doch super aus. Hier alles schön verbinden und dann haben wir die auch schon mal direkt in weiß, damit man auch weiß, dass da Stickstoff ankommt. Eigentlich ist das ganz praktisch, dass man hier die Farben benutzen kann. Gerade wenn man verschiedene Flüssigkeiten benutzt. Das mache ich ja jetzt gerade auch, weil da kommt ja auch noch Wasser an. Die Leitung mache ich einfach gleich blau. Dann gibt es da nämlich keine Probleme, dass man sich hier irgendwo mal vertut. Hier das Blau für Wasserleitungen.
So soll das nachher mal aussehen. Noch einmal alles schön blau. Da habe ich jetzt nur im Moment noch keine Zeit, weil ich da ein bisschen beeilen muss, da hier der Uranabfall immer mehr wird. Da schaue ich lieber mal, dass ich den verarbeitet bekomme. Alles andere kann ich dann immer noch machen. So, okay. Dann fehlt dort auf jeden Fall schon mal noch der Stromanschluss. Hier kommt nur Salpetersäure raus. Kann aber dann auch schon mal hergestellt werden. Wollte ich nicht laden, das wollte eigentlich hier oben drauf. Dann einmal hier noch. So, dann stellen wir nämlich 60 Salpetersäure her. Wofür ich die nachher benötige. Ah, die kommt nämlich auch dann dort hier rein. Das ist auch schon mal ganz praktisch, dann kann man nämlich direkt hier abtransportieren. Hier immer noch Strahlung, das ist ein bisschen nervig, weil ich darauf achten muss, dass mir die Filter nicht ausgehen. Sonst verliere ich gleich ja noch etwas an Leben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Okay. Also Salpetersäure. Die läuft hier rein. Und die Schwefelsäure, die ich da hinten herstelle. Das ist eigentlich ganz gut. Das müsste ungefähr hier auf diese Höhe gebracht werden. Passt das nämlich nicht.
So sollte das besser aussehen. Okay, dann schauen wir schon mal, dass die da reinkommt. Ist die Steuerung aber jetzt extrem hoch gewesen? Da sollte ich mich vielleicht nicht zu lange aufhalten. Ich diese komische Eierfarbe hier. Und das war noch schnell. Sehr gut. Salpetersäure benötige ich dann, Schwefelsäure benötige ich dann 25, also 100 nochmal. Wie kommt ihr hier an? Ich denke, das sollte auch funktionieren, wenn ich das so rumbaue. Okay, dann kommt da auch wieder ein Ventil drauf. Zwar, dass da nur 100 reinlaufen sollen. Dann sollte das hier doch eigentlich funktionieren, ohne dass wir Probleme bekommen. Werde ich noch im Auge behalten müssen. Aber ich denke, da gibt es keine Probleme. Schließen wir mal schnell hier den Strom an. Soweit komme ich natürlich wieder nicht. So. So, das hatte ich noch gar nicht. Da gab es noch gar keine Verbindung. Die mache ich jetzt mal noch schnell. So, dann fehlen noch die Rohre. Auch hier reinläuft. Okay.
Gut. Soweit geht das hier alles. Jetzt habe ich das Problem. Dass wir hier die zwei noch irgendwie unterbringen müssen. Kommt nämlich dann noch mal Uran und der Uranabfall hinein. Und da der Uranabfall direkt hier vorne steht, sollte das gar kein Problem sein. Schauen, ob wir hier Splitterbänder Probleme haben. Sieht aber auch gut aus. Mal so lassen. Ja. So. Okay. Ja, wobei eigentlich kann da auch nichts passieren, wenn ich das zu nah setze. So. Aber ein bisschen weit daneben. Allerdings noch Wasser raus. Den 160 Wasser muss ich mir noch mal was überlegen. Das am besten anstellen. So, zuerst einmal dass ich den Uranabfall da einbekomme, der schon mal weg ist. Und dann habe ich irgendwo noch Uran übrig. Das kommt von hier. Den auf jeden Fall versetzen. Bin mir noch nicht sicher, ob das da so passt. Eher nicht. Das sehe ich aber gleich. Hier. Das muss auf jeden Fall mittig. Jetzt mal zwei weg. Snappt ihr da dran. Das passt so.
Okay. Wir nehmen es jetzt auf. So, na. Und jetzt von hier. Gut. Da sollte es eigentlich auch keine Probleme mehr geben. Schnell schauen, aber ich glaube, ich brauche nur 100 Uran. Da schon mal nicht, sondern da hinten. Ja, insgesamt 100. Ich habe sogar noch 200 übrig gehabt, dann gibt es ja da gar keine Probleme. Gut. Wollte ich das hier? Dann habe ich natürlich wieder hier das tolle Problem, dass ich hier Wasser übrig habe. Wenn ich das jetzt noch irgendwie weg muss. Mal, ob ich das jetzt noch irgendwie auf Seite bekomme, weil in den nächsten Fabriken brauche ich kein Wasser. Dann werde ich das hier wohl irgendwo einspeisen müssen bei den Atomkraftwerken. Das waren 160, okay. Ja. So, jetzt einfach nur noch da in die Richtung. Dann mache ich hier einmal. Sehr gut. Und dann verbinden wir die hier nochmal schön. So. Tatsächlich.
kann ich auf jeden Fall die Übertaktung rausnehmen dann. Kann er den auch mal auf? Oder nur auf so zwei? Oder 20. Hier geht eh nicht durch das Rohr durch. Dann halte ich das ein bisschen im Auge. Nicht, dass wir da nachher zu wenig Wasser haben in den Atomkraftwerken. Das wäre nämlich das Schlechteste, was passieren könnte. So. Ist jetzt ziemlich hoch und das leider sogar überall, wenn wir ehrlich sind. Aber das stört eigentlich nur, solange ich hier am Bauen bin. Danach werde ich hier nicht mehr oft sein, wenn das hier alles läuft ohne Probleme. Wovon ich ja mal stark ausgehe, werde ich hier eigentlich keine Probleme mehr mit haben. Ist auch. Ja. Gut, dann ziehe ich mir das hier nochmal hier durch. Und stelle mir hier einen Container auf. Damit das Ganze hier schon mal ablaufen kann. Die laufen auf 85%, das ist aber okay so. Gut. Dann habe ich als nächstes hier mal diese Teilchenbeschleuniger. Die werden, wenn wir ehrlich sind, riesig. Ich muss schauen, ob ich die überhaupt hier hinbekomme. Am besten so, dass ich hier schön den Stromanschluss drüber bauen kann. So. Dafür benötige ich auch noch 4 Stück. Nicht so groß werden, könnte man die auch bauen. Das ist schon gar nicht so einfach. So passt das doch. Gut. Da drin werde ich die Plutonium Pellets herstellen. Da kommt das nicht spaltbare Uran rein, was wir hier herstellen. Jeder von denen benötigt davon 100. Dann wird jetzt wieder die Logistik. Schauen wir mal, ob das hier so. Okay, das war sogar noch falsch rum. Das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja.
So war das aber nicht geplant. Und hier auch schon direkt die Förderbänder einmal dran. Und das letzte noch. Genau. Okay. Die benötigen natürlich auch wieder Strom. Dann schaue ich mal, ob ich... Nee, kann ich nicht. Oh. Das war natürlich jetzt auch super. Hier oben dran. Ja. Gut, hoffentlich reichen die jetzt auch. So war das nicht geplant. So auch nicht. Okay, das muss ein Stück verlängert werden. Um das später richtig zu machen. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Erst einmal brauchen wir jetzt hier Strom. So. Okay. Genau. Jetzt sollten die Strom haben. Ja. Okay, da brauche ich jetzt Uranabfall. Und hier dieses nicht spaltbare Uran. Genau. Kann schon mal da reinlaufen und dann schaue ich mir mal an, wo ich denn noch Uranabfall herbekomme. Da kommen schon mal 100 rein. Gucken wir mal schnell, wie viel ich denn überhaupt hier rausbekomme. In die Minute 200, okay. Das heißt, da sollten dann auch noch mal die anderen 100 einlaufen. Das ist auch so. Ja gut. Okay, also Wasser brauche ich ja keins mehr. Kann ich mir das eigentlich im Baumenü noch mal schnell umstellen? Lege ich mich wieder auf die 6. So. Okay.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Weg. Nehmen wir mal schnell weg. Sieht ja auch keiner, wenn ich mir das hier einfach mal wegnehme. So. Dann fällt jetzt der komplette Abfall einmal da hinein. Und wir bekommen jetzt hier 120 von den Plutonium Pellets. So, dann machen wir hier in die Logistik rein. Arbeiten schon. Was auch gut ist. Quatsch. Auch falsch. Jetzt haben wir es aber. Schauen wir uns das nochmal an. Ist ja schon mal wirklich gut gemacht worden. Okay. Dann brauche ich wohl mal wieder einen Lagercontainer. Den ich mir hier hinsetze. Damit ich schon mal hier reinlaufen können. Ja. Arbeitet auch schon direkt auf 100%. Auch schon mal gut. Dann fehlt jetzt hier noch die Pfeiler noch mal, damit das auch ordentlich aussieht. Könnte passen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. So, dann schauen wir mal. Das passt. Das passt auch. Und das passt doch tatsächlich auch. So, dann wird jetzt noch hier, dass wir die Stromanschlüsse einmal mal rumziehen.
die ja auch schön bei dem Atommüll. Das war jetzt eigentlich gar nicht mal so taktisch klug, aber naja. Hilft dir nichts? Gut, dann hätte ich eigentlich heute den Aufbau soweit fertig. Ich kontrolliere gleich nochmal, ob alles läuft. Beim nächsten Mal kommen dann nochmal 12 Fabrikatoren dazu. 8 von den Manufaktoren. Und dann fehlt nur noch einmal der Schredder, damit wir den ganzen Atommüll auch beseitigt bekommen. Zeige ich euch alles dann beim nächsten Mal. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.